Drechseln ist sein Hobby. Ingenieur Andreas Schütze arbeitet oft in der Hobbywerkstatt im Keller seines Hauses. Er stellt Stifte und Flaschenöffner her. Am Sonntag zeigt er seine Werke auf dem Kunsthandwerkermarkt in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck. Im Gebäude und auf dem Gelände der Museumsanlage präsentieren am Sonntag von 11 bis 18 Uhr über 40 Aussteller ihre Arbeiten. Nah am Wasser ist der Titel der Ausstellung, die der Kunstverein derzeit auf Gut Sandbeck zeigt. Künstlerin Kate Schneider stellt auf Gut Sandbeck stimmungsvolle Meeresbilder aus. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Juni sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mitten im Kleingartengebiet an der Straße am Osterholze befindet sich die Parzelle 115. Aufräumen, ausmisten, Nistgelegenheiten für Insekten anlegen. Auf der Parzelle der NABU-Ortsgruppe Osterholz-Scharmbeck ist immer etwas zu tun. Zukünftig ist geplant, die Parzelle als Beispiel für Natur- und Artenschutz im eigenen Garten zu nutzen. Doch der Weg bis dahin ist noch weit. Wer an der Umgestaltung der Kleingartenparzelle aktiv mitarbeiten möchte, erhält Informationen unter www.nabu-osterholz-scharmbeck.de. Die 17. Hamburger Kreatur brachte erneut kreative und interessiertes Publikum zusammen. Der direkte Austausch mit den Künstlern in ihren Ateliers ist genau das, was die Kreatur schon seit 2003 ausmacht. Dazu haben sich in diesem Jahr wieder über 30 Künstlerinnen und Künstler an 15 Standorten über die Hamburger Samtgemeindefläche zusammengetan. Von Oldenbüttel über den Kern bis nach Gielermoor, über Lübberstedt bis Ackstedt hatten interessierte Kunstfreunde die Möglichkeit, den Kunstschaffenden über die Schulter zu schauen und vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für private Hobbyarbeiten abzustauben. Eine Fotostrecke ist unter www.osterholzer-kreisblatt.de zu finden. Ortsbürgermeister Ralf Rimkus erinnert sich. Es begann alles mit einem Zettel. Der wurde 2008 bei einem Treffen an die Pinnwand geheftet. Als Wunsch stand darauf ein Bürgerhaus. Bei der offiziellen Einweihung des neuen Bürgerhauses am Rathaus begrüßte Axel Renken, Knarrenburgs Bürgermeister, die Gäste. Das Juwel im Herzen Knarrenburgs kann endlich genutzt werden. Die ersten Termine stehen schon fest.